Recht herzlich willkommen zur 84. Folge von Europa Universalis 4 mit Engeland. Ja, was haben wir hier? Das fehlt noch ein bisschen. 49, wir brauchen 90 und naja, dann müssen wir mal ein bisschen weiterlaufen. Wir hatten letztes Mal noch hier Schiffe angestoßen. Irgendwie noch 22 dazu zu den 8. Das wird ja dann langsam irgendwann kommen. Mhm. Auch schön. Was haben wir hier noch? Da haben wir noch Möglichkeiten, Geld einzusetzen. Ja. Das ist teuer. 170 ist noch reichlich zu machen, ne? Okay, gegen Brandenburg. Okay. Gut. Ja, das ist nix, ne? Aber es geht noch nicht mal, aber nicht genug. Die 170 haben wir noch nicht mal. Also. Kriegsgrund gegen Frankreich verloren, auch schön. Kasernen, ja. Und noch ein paar Mann ranholen. Ich glaube, wir holen noch mal ein paar Mann ran. Das dauert jetzt noch eine Weile sicherlich, bis wir da was haben. Wir können natürlich erstmal hier Achter rüberbringen, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Die Einheiten auswählen und die aufs Schiff bringen. Und dann rüberfahren mal. Mal gucken, dass wir das hinkriegen. Wenn wir die jetzt wegfahren, na, dann wird die Schiffe woanders rauskommen, egal. Kardinalminister. Heretiker-Toleranz, Prestige, ja, nehmen wir Prestige, brauchen wir. Und dann fahren wir nach hier oben. Jetzt ist das Schifflein natürlich nicht mehr ausgewählt, auch toll, ne? Hatten wir das ausgewählt, das ist die nächste Frage. Ah, guck mal, da ist schon das erste jetzt. Ah, weißt du was? Die kommen jetzt alle, jetzt lass es erst stehen. Kommen schon zum Gange. Ja. Jetzt warten wir, bis die 30 da sind. Na, ah, jetzt kommen nicht 30. Kommen die anderen denn weg hier oben weiter? Da ist 19. Okay. Ja, komm, dann zack, jetzt rüber die 8. Mal gucken, wo die anderen dann rauskommen, ne? Polen, Litauen, den Krieg wieder erklärt, okay. Na dann. Ja. Skandinavien ist schon ganz schön groß geworden da oben, ne? Und die Österreicher kriegen das auch alleine hin, oder wie? Da unten können sie zum Beispiel noch was wegnehmen. Bestimmt deren Ziel, ne? Aber dann sehen wir nichts. Unsere Schiffe sind schon da, oder wie ist das? Ne? Wo sind sie denn? Da oben. Gut. Die könnten ja auch aussteigen, ne? Okay. Wenn die runter sind, dann können wir wieder zurückfahren. Hier hin. Dann kommen ja noch passend, dass die anderen Schiffe wieder dazu finden. So, die sitzen da immer noch, sind aber schon weniger geworden. Aber Provinzanzeige, die wächst doch von alleine, ne? Händler ist gestorben. Okay, aber das machen wir gerade mal fertig hier. Hier haben wir das verloren letztens, ne? Sind nicht. Inflation, Diplomatie. Komm, nehmen wir das. Und, was haben wir da? Agent entdeckt, okay.
Wie sieht's denn hier aus? Können wir Stabi auf 0 bringen, das ist schon mal gut. Und wann kommen die Einheiten hin? Dann brauchen wir ewig lang. Da kommen die nächsten raus. Oh nein. Gut, dass wir unsere Leute rübergebracht haben. Dann kriegen wir das auch hin. Ja, dauert noch eine Weile, bis die da sind. Sind halt nicht die schnellsten, ne? Hier feindliche Belagerung, die nichts bringen. Aber das erledigen wir auch gerade, ne? Ja, das ist. Ja. Null-drei sogar nur. Und erledigt. Schneller gewonnen als gedacht. Es flackerte nur ein bisschen auf. Wie bleiben wir hier? 824. 964 ist dann das nächste. Nö. Nee, in einem Jahr. Gut. Das haben wir gewonnen. Okay, 100 Bevölkerung in Dorfin. Das ist hier also. Und das ist schneller fertig wie das andere. Interessant. Okay. Und hier. Schiffsbedarf. Oh, das ist eine gute Frage. Komm, wir nehmen das zweite. Okay, dann gehen wir mal hier hin. Ich weiß aber gar nicht, ob wir das bevölkern können, beziehungsweise kolonisieren. Frankreich, beansprucht, Teil. Katholischen Glaubens, okay. Verteidiger des katholischen Glaubens. 964, da oben kommen schon wieder welche raus. Gut, dann gehen wir da nochmal gucken. Wie viel ist hier denn? 932, okay. Zack, zack, erledigt, ne? Geschlagen. Können wir was investieren? Dann machen wir das mal schnell. Fliegende Batterie. Machen wir das. Läuft, ne? Daraufhin ist selbst erhalten. Sehr schön. Hier können wir nicht. Okay, sehr interessant. Wer beansprucht das? Keiner. Der muss erst zurück, oder wie? Ach, das ist schon... Was soll das jetzt hier? Wir müssen einen Krieg beginnen, um diese... Okay, ist auch fertig. Ich muss jetzt überall einen Krieg hier machen, damit ich was kriegen kann, oder was? Da geht noch. Nunavut. Das kann man nicht oder so. Naja, wir werden sehen. Befehlshaber gestorben, okay. Dann gehen wir mal mit denen dahin, wenn wir das da mal bevölkern, ne? Das geht nicht. Da geht auch nicht, da auch nicht. Machen wir erst das. Okay. Das geht auch nicht.
Anspruch Britannia, ey, die. Den geht's so gut, ne? Und dann machen wir noch was. Okay, jetzt sind wir hier. Was wollten wir machen? Frankreich sieht Großbritannien nicht länger als Rivalen an. Ja, ja. Wo sind die anderen Schiffe eigentlich? Sind die da? Okay, haben die den Weg dahin gefunden? Aber eins ist zu wenig, oder? Kommt das noch? Kann natürlich auch sein. Ah, hier wird's gebaut, oder? Gut. Okay, Reykjavik. Was hatten wir denn jetzt gerade auf dem Schirm, was wir noch machen wollten? Gucken wir nochmal. Das haben wir alles. Achso, wir brauchen noch ein Ding ins General wahrscheinlich. 20 Legitimität. Wenn wir das machen. Okay. Gucken wir weiter. Geld ist toll. Das fällt so oder so. Ja, das mal so, oder? Frankreich hat Burgund den Krieg erklärt. Sehr interessant. Das ist alles gut. Das dauert noch. Erschöpft eine Armee für unser Land. Okay, da fehlt's noch. Ja, das können wir dann mal auch machen. Wir haben ja ein bisschen Geld jetzt zusammen. Und wir brauchen noch einen General, ne, oder? Der ist nicht zugeteilt. Das ist aber ein Admiral, oder? So sieht's aus. Okay. Den nehmen wir. Was hat er? Fernkampf 2, Nahkampf 2, Manöver 1. Überlagerung kann er nicht. Ja, machen wir so. 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 Okay. Hafen werden blockiert oder Häfen. So, dann nochmal. Und den Rest machen wir damit. Aus jeder Länderei muss jetzt mal einer kommen. Wenn wir das finanzieren können. Okay, da fehlen noch zwei. Oder keine Mannstärke mehr. Keine Mannstärke. Okay. Da kommen schon überall Armeen rein. Okay. Haben wir geschafft. Da geht wieder einer. Und dann müssen wir hier in Leinster. Eine Armee gleich her. Hat er nicht gemacht, ne? Kann er nicht, oder was? Ja. So, jetzt haben wir sie alle zusammen. Warum kann ich die gerade nicht befehligen? Agent entdeckt. Jetzt geht's. Keine Ahnung, warum das eben nicht ging. Spanischer Kaiser oder Kastilisch.
Und die da oben, die haben Glück gehabt, ne? Die brauchten keine Rekruten bringen. Hier auf den Inseln, ne? Die waren die einzigen, die keine Soldaten bringen mussten. Okay. Großer Führer, okay. Okay, Calais ist klar, Picardie. Okay. Exzellent. Ja, das Frieden sind vorüber. Kriegsgrund, okay. So, dann machen wir das mal so und dann passt das wieder. Okay. Wer macht denn hier was jetzt? Frankreich macht Burgund platt, ne? Haben wir hier noch einen Anspruch drauf? Ne, den müssten wir dann erst fingieren. Spionage aufbauen. So. Flotte brauchen wir dann noch ein bisschen, ne? Gehen wir hier hin. Oder wir können es auch so machen, ne? Dann machen wir das wieder weg. So, dann. Achso, wir haben auch keinen Dingens, ne? Machen wir den da erstmal. Was steht denn hier so? Er schafft eine richtige Flotte. Machen wir das. Okay. %. Wie viel können wir? 78 davon sind 75%. Ja, 59 oder sowas, ne? Gut. 59, da haben wir schon mal 40. Geht nicht mehr, schade. Zwei hätte ich gerne noch. Geld knapp. Können wir hier machen. Okay, da oben ein, machen wir dann auch. Und dann gehen wir da, ne, da nicht hin. Ach so, da müssen wir hier noch mal hin. Und da müssen wir hier noch warten. Eins muss noch. Haben wir 30, 40, 50, 55, das reicht noch nicht. Aber erstmal noch ein hier, eine. Ist das eine leichte Fregatte oder was ist das hier? Leichtes Schiff. Das ist hier das Binnenmeer. Ne, wollen wir nicht. Können wir wieder was investieren hier? Eine freie Ideengruppe. Ja, ob das noch was bringt. Qualitätsideen. Komm, Stärke, komm, machen wir das nach, haben wir schon nicht. Geht nicht die Gruppe da mehr. Seefahrtsideen. Tja. Invasive Ideen. Prestigefeld. So, schnell. Söldner wäre jetzt nicht so interessant, wollen wir die nicht nehmen. Ich glaube, wir nehmen die Seefahrtsideen. Gut. Okay, läuft.
Pelze, okay. So. 5, 20 und da. Warum kommt das hier immer jetzt reingefahren? Da passt irgendwas nicht. Ich weiß nicht was. Jetzt sehe ich nicht, dass das hier Plus macht, ne? Komisch. Warten wir es ab, was passiert, ne? Okay, die sind da alle gebaut und da kommen gleich die ersten raus. Ist hier oben auch was? Ne, na, Schottland bringt keine Schiffe. Das sind keine Häfen. Mit zwei Docks. Okay, da kommen sie jetzt alle zu und deswegen flackert er da so rein, ne? Alles klar. 12 und 20. Die sind aber alle zusammen, naja. 42 Schiffe haben wir schon, okay. Ach so, das ist die maximale Anzahl. 14 sind es jetzt, okay. Die Großschiffe, die dauern natürlich auch länger, ne? Ist klar. Gut, aber wisst ihr was? Wir machen jetzt erstmal hier eine Pause. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.